Herzlich willkommen bei Darkenizer AC und herzlich willkommen zurück beim Carbon Fighter 2 4WD 1 zu 10 Brushless. Ja, die erste Jungfernfahrt liegt hinter uns. Ihr habt wahrscheinlich das Video gesehen. Genauso wie im Video, so fährt der Wagen stock ohne jegliche Veränderungen. Aber er fährt schon einen Wagen stock, ne? Also, jetzt wollen wir mal gucken und uns langsam ans Tuning begeben. Und hier auf dem Tisch liegen schon einige Sachen bereit. Was haben wir denn da? Also, gehen wir es mal durch. Der Wagen bekommt von mir einen 1 zu 8er Heckflügel. Der Wagen bekommt einen Bumper vorne. Das ist ein RPM-Bumper, der ist eigentlich für den Traxxas Rustler oder Bandit vorgesehen. Dann haben wir hier die Alu-Stoßdämpfer. Ein Motorkühler ist nicht unbedingt nötig, aber ich habe ihn sowieso noch hier rumliegen, dann kann ich ihn auch draufsetzen. Dann 1 zu 10er Truggy-Räder liegen hier. Die sind doch ein ganzes Stück größer als die Originalräder. Und die sind von Ansman Racing und die habe ich übrigens auf der Intermodellbau bekommen. Spottbillig, pro Rad 1 Euro. Habe ich mir direkt 8 Stück, also 2 komplette Sätze mitgenommen. 8 Räder, 8 Euro. Fand ich ziemlich geil. Ob die was taugen, wird sich zeigen. Lassen wir uns mal überraschen. Und auch, ob der Reglermotor das mitmacht oder ob das Ding zu heiß wird. Dann blaue Farbe, denn ich möchte die Karosserie gerne umlackieren. Und jetzt liegen hier noch so zwei seltsame Sachen. Zwei Gummischläuche. Wofür sollen die denn sein? Noch nicht etwa für den Querlenkertrick oder was? Nein, nein, keine Sorge. Das ist für was anderes. Und hier liegen LEDs. Blaue LEDs. Die sind nämlich wasserdicht in Silikon vergossen, laufen auf 6 bis 12 Volt und sind auch ein bisschen biegsam und so, ne? Das sind einfach so LED-Reihen. Und die könnt ihr bestellen bei eBay. Und zwar findet ihr die bei eBay Deutschland. Der Versand erfolgt dann aus Korea, kostet aber bei so einem Mini-Artikel hier natürlich kein Port oder so. Und ich glaube, so eine LED-Kette kostet irgendwie 1 Euro oder 2. Und davon habe ich mir auch direkt eine ganze Menge bestellt, denn die sind ja von der Spannung 6 bis 12 Volt genau das Richtige für Modellbau. Denn ich sag mal, das heißt, ihr könnt die an 2 und 3S-Lipos einfach mit da reinschalten. So, ja, und dann wollen wir mal gucken, was wir mit dem ganzen Zeug jetzt anfangen. So, ich habe jetzt erstmal die Karosserie abgenommen, abgewaschen, abgetrocknet und schon mal lackiert. Einfach von oben drüber. Die Aufkleber habe ich vorher abgemacht, die Originalen, die da dran waren. Und in der Zeit, wo das jetzt trocknet, können wir hiermit weitermachen. So, der Heckflügel kommt ab. Und kennt noch jemand Jean Pütz aus der Hobby Dick? Ja? Jean Pütz? Also, wenn ich Jean Pütz wäre, würde ich sagen, ich habe da jetzt schon mal was vorbereitet, weil eine Sache habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Das habe ich euch jetzt einfach mal frecherweise vorenthalten. Und zwar habe ich natürlich in den 1 zu 8er Heckflügel und in den Frontbumper ein paar zusätzliche Löcher gebohrt. Na, einfach hier mal angehalten und markiert mit dem Edding. Und dann seht ihr, hier sind zwei zusätzliche Löcher, weil natürlich die Heckflügelhalterung hier, die Pins, etwas schmaler sind wie beim 1 zu 8er. Und der Bumper für Traxxas von APM hat genau die Breite, die er hierfür braucht. Aber auch hier stimmen die Schraublöcher nicht. Die Schrauben von dem Original-Bumper, die hier dran sind, die drehen wir gleich raus. Da habe ich auch ein paar extra Löcher hier vorne gebohrt. Und dann wird das da einfach drunter geschraubt. So. Ja, fangen wir einfach mal an. Das Ding ist jetzt natürlich noch ein bisschen dreckig, da ich aber gleich nach dem Umbau sowieso sofort wieder fahren will und der Umbau jetzt auch keine große Sache ist, spare ich mir das jetzt, den Wagen hier komplett zu reinigen vorher und mache das jetzt einfach mal hier in dem Zustand, wie er gerade ist. Also, los geht's. Ich drehe jetzt einfach mal hier vorne die beiden Schrauben raus. Übrigens hat der Carbon Fighter überall normale Kreuzschlitzschrauben und kaum Imbusschrauben. Es hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, dass ihr mit einem normalen, stinknormalen Schraubenzieher, den wohl wirklich jeder hat,
da ganz einfach dran arbeiten könnt und nicht mit diesen kleinen friemeligen Imbusschlüsseln und müsst euch auch kein extra Imbus-Bitset kaufen oder sonst irgendwas. Nachteil ist, dass man im Allgemeinen sagt, dass die Imbusschrauben hochqualitativer sind, aber schauen wir mal. So, und jetzt kommt einfach der Traxxas Bumper hier drunter. Ich habe, wie gesagt, hier schon Schraublöcher gebohrt mit dem Akkuschrauber, einfach nur nicht mit der großen Bohrmaschine. Und die Schrauben halten dann einfach im Plastik vom Originalbumper, den wir sozusagen oben drüber lassen. Wobei, vielleicht ist es gar nicht verkehrt, da eine kleine Unterlegscheibe zwischen zu packen. Sonst werden sich beim ersten Aufprall wahrscheinlich diese kleinen Schraubköpfe sofort hier durch das Loch pressen. Also gucke ich mal, ob ich da passende Unterlegscheiben finde. So, ich verwende jetzt hier Unterlegscheiben und auch etwas längere Schrauben als die Original, damit das auch alles richtig packt, weil natürlich die Dicke des Plastiks und der Unterlegscheibe ansonsten von der Schraubenlänge abgeht. Und das soll ja schon fest sein auch, ne? So. Und schon hat der Carbon Fighter einen RPM Bumper. Und der passt von der Größe. Und der passt von der Größe auch ganz genau daran. Und federt auch tatsächlich ziemlich gut. Ja, wenn er jetzt aufkommt, das geht richtig gut. So, die Stoßdämpfer, ist ja kein Thema, ne? Sind pro Dämpfer sind das zwei Schrauben, oben, unten. Wie gesagt, hier ist nichts mit Imbus und Stoppmutter und Gedöns, das ist alles echt total basic hier mit den Kreuzschlitzschrauben. So, ja, den mache ich dann auch nochmal sauber und dann verbaue ich jetzt stattdessen hier die schönen, netten Alu-Dämpfer. Ist nicht unbedingt nötig, aber die sehen natürlich auch cooler aus. Und wenn schon, den schon, ne? Dann wollen wir den Wagen jetzt auch richtig cool tunen. So, festschrauben, ne? Ist schon klar, wie das geht, ne? Zeige ich jetzt nicht alles im Detail. So, Stoßdämpfer sind montiert und Motorkühler ist draufgeklipst. Jetzt wechsle ich gerade noch die Räder. Also das ist ja echt alles total basic hier, ja, das ist jetzt kein irgendwie großartige Tuning-Maßnahmen. Hier ist einfach nur ein Austausch von ein paar Teilen und von daher gibt es da jetzt auch gar nicht so viel, was ich euch da zeigen müsste, könnte. Was ich euch aber nachher noch zeige, ist das mit den Gummischläuchern und Lichtern, ne? Aber ich tausche jetzt einfach mal die Räder aus und ich habe natürlich auch vorher geguckt, dass ich hier zum Beispiel den Bumper so weit nach vorne setze, dass die dicken Räder trotzdem immer noch komplett einlenken können. So, mit den LED-Lampen, das machen wir auch ganz easy. Wir bohren hier zwei kleine Löcher durch die Bodenplatte mit einem Dreierbohrer oder so. Also hier irgendwie sowas in der Richtung, ne? Schön dünn. Und zwar in dem Abstand, dass hier jeweils die äußeren LEDs genau da sitzen, beziehungsweise die Lücke vor der äußeren. Und dann ziehen wir da einfach einen Kabelbinder drum. Also das Ganze sieht dann einfach so aus. Überhaupt keine große Sache. Das machen wir jetzt hier auf der anderen Seite auch noch. Ich gucke also jetzt einfach von der anderen Seite her gesehen, wo die LED sitzt. So, die sitzt hier. Das heißt, das erste Loch kommt hier hin. Ja, zapp, so. Und das zweite kommt dann demnach dorthin. So, da das Alu ist, kommt ihr da problemlos mit einem Akkuschrauber in 0, nix durch. Ja? Habt ihr ja gesehen, überhaupt keine große Sache. Und dann das Ding da dran halten. Einen dünnen Kabelbinder durchziehen. So. Und
Dann macht ihr das so, dass sozusagen hier das, was übersteht, also ihr seht, dass diese LEDs hier drüber ist nochmal Gummi, ja? Also es sind nicht die LED-Köpfe, die da rausgucken. Und diese Gummiköpfe, die legt ihr sozusagen seitlich an der Bodenplatte an und zieht dann den Kabelbinder relativ stramm. So. So, dass der Knubbel nachher nicht stört, zieht ihr den mal am besten, also den Kabelbinderverschluss meine ich, den zieht ihr am besten so, dass der oben sitzt. So, jetzt hier noch. Seite auch wieder vor dem letzten LED-Kopf. Schön fest. So. Fertig. Passt. Ja, abknipsen. Zap. Zap. So. Und dann klemmt ihr jetzt hier hinten die Kabelenden einfach irgendwie mit an den Akkustecker dran. Wie ihr das macht, hängt davon ab, was für einen Akkustecker ihr verwendet. Auf jeden Fall schließt ihr die dort parallel an. Also nicht in Reihe, sondern den einen so, den anderen auch so. Ja, und dann läuft er eben vom Lipo-Strom, sobald der Lipo angeschlossen ist, einfach mit. Keine große Sache. Das Einzige, es sind LEDs, das heißt Plus und Minus ist nicht egal. Haltet es einfach einmal so an. Dann wisst ihr, wie rum das Dingen muss. Also an den Lipo einfach einmal so dran halten, da kann nichts passieren. Es ist ja für die Spannung ausgelegt. Dran halten und dann seht ihr, ob es leuchtet oder nicht. Ansonsten ist es verpult, dann dreht das um. Und sehen wir gleich mal, wie das Ding dann läuft. Die Karosserie von dem Carbon Fighter, die hat genau das gleiche Problem wie bei dem großen Bruder, dem 1:6er Brushless Carbon Fighter. Nämlich, dass die hier an der Seite so weit offen steht. Ne? Da ist ein richtig großer Schlitz und das liegt jetzt nicht etwa an den LEDs, die ich da angebracht habe. Es liegt einfach daran, dass die hier oben nur gehalten ist und im Prinzip hier unten ein Pin fehlt. Hier müsste auch ein Pin sein, wo man die verriegeln kann, damit das Ding unten bleibt, ja, dieses Stück. So, und da kommen jetzt die Gummischläuche ins Spiel. Und zwar machen wir Folgendes. Bei dem großen Carbon Fighter habe ich ja hier Aluleisten hingesetzt. Den Aufwand sparen wir uns hier. Wir machen stattdessen was viel Einfacheres. Wir schrauben auf beiden Seiten diese kleine Schraube vom Überrollbügel los. Zap. Zap. Und dann nehmt ihr so einen Gummischlauch. Der muss natürlich die richtige Länge haben. Und jetzt zieht ihr vorsichtig ohne Gewalt das hier so ab, zieht den Gummischlauch über den Überrollbügel. Ja, gibt es übrigens im Baumarkt und beim Aquarienzubehör. So, das Ganze machen wir auf beiden Seiten. Die kleine Schraube wieder rein und das war's dann schon. Was das Ganze bringt, zeige ich euch gleich. Erstmal. Ja, macht die ganz normal hier oben mit den Pins fest. Ja, Karosserieclips rein. Die beiden ganz normalen Stellen, wie immer. So, und wenn ihr jetzt die richtige Schlauchlänge habt, dann rastet das da ein. Ihr zieht die jetzt so weit runter, bis es Klick macht und der Schlauch von oben da drauf sitzt. Und schon habt ihr das Ding zu. So. Die Karosserie sitzt normalerweise so. Und hier unten ist auch hier wieder dieser Dreckspalt, wo alles reinfliegt, ja? Weil die einfach nicht runtergehalten wird. Wenn ihr jetzt den Schlauch auf der richtigen Länge habt, dann zieht ihr so lang, bis der Rand hier, jetzt Achtung, genau einen Plopp macht unter den Schlauch. Zap. Und jetzt sitzt das Ding fest. Ja, und da ist kein Spalt mehr und kein Dreck mehr, der da reinfliegt. So. Darkenizer.